die sportliche Variante, so 90 Minuten Pokalspiel. Die Offenbacher Kickers spielen gegen Union Berlin oder Uwe Neuhaus ist zu Gast bei Ari van Lent. Und Uwe Neuhaus, der ist ab und zu im Internet unterwegs und googelt mal die Gegner und die gegnerischen Trainer, zum Beispiel Stefan Schmidt. Aber jetzt bei dem Trainer, bei Ari van Lent, musste er das gar nicht machen. Ich muss ja, über den Trainer muss ich auch nicht viel googeln, weil Ari mein Spieler war. Also freue mich da aufs Wiedersehen und auf Offenbach werden wir uns schon vernünftig vorbereiten. Genau, 2006, da war Uwe Neuhaus Trainer bei Rot-Weiß Essen und Ari van Lent war sein Spieler. Michael Born, gute Freunde kann niemand trennen, nur der Pokal. Die Begrüßung zwischen Ex-Spieler van Lent und Ex-Trainer Neuhaus war durchaus herzlich, aber dann war Schluss mit lustig. Es ging zur Sache vor 12.000 am Biberer Berg. Der Drittligist in den roten Trikots hatte sich einiges ausgerechnet gegen den Zweitligisten und begann gut mit der ersten Chance für Feldherrn in der 12. Minute. Union erschreckend schwach. 27. nächste Gelegenheit für den Außenseiter. Aber Offenbach war hier mindestens auf Augenhöhe. Die Chance für Julius Reinhardt. Wo war Union Berlin? Sie spielten mit einem neuen System, mit einem 4-1-4-1. Aber Matuschka war der Einzige, der sich hier und da mal zeigte. Wie bei diesem wunderbaren Schuss, aber sein ehemaliger Mannschaftskamerad Robert Wolnikowski mit einer klasse Parade. Es war ein reines Kammspiel, wenig spielerische Momente. Matuschka dann mit dem guten Wechsel raus zu Pferzl und Quering erwischt den nicht mehr perfekt. So ging es mit dem 0:0. In die Pause. Gerade spielerisch war das vom Zweitligisten schon ganz schön wenig. Und das wurde noch schlechter in der zweiten Hälfte. Bis zur 68. Minute tat sich überhaupt nichts. Dann mal Schönheim, der Linksverteidiger, spielte für Silvio. Aber auch das wirkte irgendwie halbherzig. Und so kam der Drittligist zu seiner Chance. In der 74. Minute war es soweit. Matthias Fetsch ist der Torschütze zum 1:0. Und der Biberer Berg, der kochte. Natürlich war auch ein bisschen Glück dabei. Denn Stuff fälscht den Ball. Unhaltbar für Daniel Haas ab. Dennoch unter dem Strich ging das irgendwie schon in Ordnung. Wo war die Reaktion von Union Berlin? 79. Minute. Karl aus der Distanz. Unter dem Strich viel zu harmlos. Es war ein richtig schwarzer Abend für Union Berlin. Van Lent war auf der Siegerstraße und er sah in der 85. Minute nochmal einen Freistoß für seine Mannschaft von Reinhardt. Und er findet Vogler 2:0. Ein super Kopfball von Stefan Vogler. Der war 3 Minuten vorher eingewechselt worden. Stuff geht da irgendwie nur mit, stört nicht entscheidend. Und somit setzt Vogler den Ball ideal in die Ecke zum 2:0. Und dementsprechend hat Ari van Lent also seinen Ex-Trainer ein Schnippchen geschlagen. Hat ihn besiegt. Und das ging am Ende auch absolut in Ordnung. Sensationell ist das Gefühl. Also wir sind alle überglücklich. Und heute wird erstmal noch ein bisschen gefeiert, aber auch nicht zu viel. Am Samstag steht ja schon wieder das große Derby bei uns an. Aber ja, momentan sind die Glücksgefühle da und wir sind alle happy, überglücklich. Und jetzt im Achtelfinale, kurz vor Weihnachten. Wer soll es denn werden? Jetzt wäre mal so ein großer Gegner schon cool, also keine Ahnung, Dortmund, Schalke, aber ja, wir nehmen den, der kommt. Einige Unionsspieler hatten zumindest die Traute, sich den Fans zu stellen. Es gab einiges zu besprechen, ganz anders die Lage beim OFC. Es war mal wieder Zeit zum Feiern.